Ja, die Radioaktivität. So, aber ich wollte mir meine Rüstung ein bisschen. Ich will mal kurz gucken. Kannst Bei dich der. auf mich verlassen. Ja, natürlich. Die Kampfrüstung bietet 40, 40, 15. Hier gibt es Wenn eine ich jetzt Menge diese Kampfrüstung nur auf ihre Entdeckung wartet. Aufmotze, bietet die 42, 42. Geil. Das ist doch hervorragend. Und kostet nur 50 von 24 Leder. Oder andersrum. Das ist ganz schön viel. Wie sieht's denn hier mit dem linken Arm aus? Ich muss mal einen Vergleich anstellen, nicht dass ich da. Was brauchst du, General? Habe ich irgendwas am linken Arm? Da! 19, 19. Und wenn ich das ausbaue, bin ich bei 20, 20. Ist tatsächlich besser. Hau rein. Definitiv mit Extras zusätzliche Taschen. Ja. Ich würde für einen Drink linkes Bein. Habe ich ja sogar schon mal getan. Ach so, das ist schon voll. Ja, okay. So, den Harnisch nehmen wir aber auch. Poly mehr, Poly weniger. Unser Leder ist alle. Tiefe Taschen. Noch weiter erhöhte Tragkapazität. Ja, und dann haben wir auch gleich kein Leder mehr. Linker Arsch. Hier, linkes Bein. Diese kann ich schon hier nicht mehr auf Polymer ausbauen. Boah, das ist doch doof, Leute. Ich brauche mehr Leder. Ich folge dir. Da ich brauche unbedingt mehr Löder. Erstmal muss ich mich jetzt natürlich umziehen. Tessas Faust. Vierfache Robustheit. So, das hier bauen wir uns an. Das hier bauen wir uns an. Das hier bauen wir uns an. Und die da muss ich nachher noch aufmotzen, noch aufrüsten. Recht, die schwere. Das war doch die Vereinbarung, nicht wahr? Pass auf, die anderen kann ich aber auseinandernehmen. Upsi. Die, die ich jetzt nicht mehr brauche. Und krieg dafür hoffentlich ich hoffe, ein bisschen Leder. Oder verwerten. Ja, drei Leder, immerhin. Komm, hier damit. Das hier auch, verwerten. Gibt auch ein bisschen Leder, das ist doch gut, das ist gut. Ich bin an deiner Seite, ganz egal was kommt. Das auch? Ja, ein Leder. Ein Leder ist besser als kein Leder, sag ich immer. Siehste, Polymer, rein damit. Ohne Extras, von wegen ohne Extras zusätzliche Na, dafür fehlt Leder. Warum fehlt deiner Mutter immer das Leder? So, aber dann können wir das Ding auch schon mal austauschen. D-d-d-d-d-d-d-d-d. 19, 19. Das ist jetzt genauso gut. Linkes Bein. Dann hätte ich sie gar nicht aufmotzen müssen. Das ist auch 19, 19. Ah, und das ist sogar mit tiefen Taschen. Ah, ich bin ein Trottel. Rechtes Bein. 29, 19. Da komme ich ja nie ran. Und mit tiefen... Nein, nicht mit tiefen Taschen. Jetzt bin ich verwirrt. Das war die Roboterrüstung. Die ist die echt so viel besser. Okay, guck mal, das können wir dann nämlich wieder auseinanderbauen. Können wir die Mod... Können wir die Modifikation da abnehmen und woanders? Weil's atypisch, weniger extrem oder sogar noch ausgeprägter? Sogar noch ausgeprägter, würde ich sagen. Was soll man das bedeuten, Marc? Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich... Linkes, rechtes, wo ist denn jetzt hier... Da, Roboter. Das ist poliert, das ist schon mal gut. Bleiverkleidet. Können wir hier zusätzliche Taschen? Nein, können wir nicht. Ich brauche zusätzliche Taschen. Zusätzliche Taschen sind super. Weißt du was? Seit unserem Gespräch fühle ich mich. Und ich bin wieder verstrahlt durch den doofen Sturm. Ich will aber nicht verstrahlt sein durch den doofen Sturm. So. Dann können wir hier unseren Schrank noch ein bisschen vollstopfen. Mit. Tessas Faust kann hier gerne rein.
Und die beiden Rüstungen, die ich dann ja wohl im Moment nicht mehr brauche. Aber ich glaube, ich bin mittlerweile ganz gut ausgerüstet. Sowieso. Ach nee, ich wollte gar nicht F, ich wollte V eigentlich, um mich von außen zu sehen. Der sieht schon imposant aus. Der sieht schon imposant aus mit dieser geilen Kampfrüstung. Auch wenn es uns ständig umbringen will. Immerhin ist es im Commonwealth. Und drücke ich den jetzt F anstatt V. Werden wir niemals scheitern. Also wenn du das sagst, dann glaube ich natürlich sofort. Wenn ein Mitglied der Bruderschaft an die Bruderschaft glaubt, dann gibt mir das Hoffnung. Du fühlst dich gut ausgeruht. Naja, wenn du meinst. So. Habe ich jetzt eigentlich noch Schrott dabei, den ich lieber ablege, bevor er mich erschwert. Ein bisschen hatte ich dabei. Dann will ich noch ein bisschen was wegkochen. Siehst du, Gemüsestärke. Suppi. Suppi. Und einen Braten können wir jetzt auch noch in die Röhre schieben. Ach ja, ich habe so viele Meierlurks gekillt. Sehr schön, sehr schön. Und Drahtskorpion auch. Da haben wir sogar noch ein paar Eier abgegriffen. Perfekt. Und können wir eigentlich noch ein bisschen in unserer Powerrüstung werkeln? MK3 können wir... Oh, geil. MK6. Ja, sollten wir unbedingt machen. Das kostet zwar jede Menge Material, aber das kostet jede Menge Material. Ist doch gut. Weil ich möchte sie später im leuchtenden Meer einsetzen gerne. Und dafür möchte ich die super aufgemotzt haben. Ist einfach so. Na, was fehlt mir jetzt an Material? Alles. Aluminium und Keramik. Ja, dann sollte ich mir doch Mühe geben, Aluminium und Keramik zu finden. Irgendwann ist sie voll aufgemotzt und dann werde ich all das Material nicht mehr brauchen. Aber bis dahin ist es noch ein längerer Weg. So, Reste ablegen. Tschüss, Reste. Tschüss, ihr wollt gerne hier bleiben, habe ich gehört. Guck mal, ich kann schon 390 tragen. Das finde ich sehr gut. Red Axe Right Away behalten. 177. Ah, jetzt habe ich richtig Platz. Ist kein Ort, den man alleine bereisen sollte. Schön, schlagkräftige Begleitung zu haben. Das will ich meinen, Nick. Du bist meine schlagkräftige Begleitung und ich bin deine schlagkräftige Begleitung. Und zusammen sind wir schlagkräftig und begleiten einander. So, und jetzt will ich hier immer noch zu Good Warwick. Also zurück zu Poseidon Energie. Schade, dass der Leuchtturm keinen Wegpunkt hatte. Sonst wären wir natürlich gleich zum Leuchtturm gereist. Oh, und da ist natürlich auch noch das umgekippte Schiff, zu dem wir unbedingt hin müssen. Das Schiff, auf dem jemand ein Dorf gebaut hat, oder zumindest eine kleine Ansiedlung. Wir haben sie von Weitem gesehen. Da bin ich mir sicher. Die Erkundung geht weiter. Der Ladebildschirm gibt einem immer die nötige Zeit, um ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben. Ich reflektiere mich selbst und würde sagen, vielleicht unter Umständen. Oh, vorbei. Tja, keine Selbstreflexion heute. Wo ging es in Richtung? Norden? Nein. Osten, da müssen wir irgendwo lang. Hier, diese Straße mussten wir entlang reisen. Ich erinnere mich. Mach mal Quick Save, einfach nur um sicher zu sein, dass wir gesaved haben. Relativ quickly. Da hinten ist das Schiff. Bin mal gespannt, ob wer auch immer da siedelt, feindselig ist oder nicht. Da ist unser Leuchtturm, den wir die nicht gerne besiedeln würde, aber geht wohl nicht. So, da oben. Siehst du, da ist ein Haus drauf gebaut. Die Frage ist von wem? Von wem nur? Das sieht echt beeindruckend aus, das Ding. Hallo?
Ist da jemand? Hallo? Irgendwer? Ich sehe überhaupt niemand. Oh, doch, da knirscht und knarzt was. Und explodiert. Hallo? Seepocken, jede Menge Seepocken. Sind die besten Pocken sowieso und überhaupt. Oh, da oben sind Feindies. Wrack der FMS Northern Star. Nice. Ja, anscheinend will man hier ein Gefecht. Rex? Was? Was hat der gerade gesagt? Das war nicht deutsch. Da hinten läuft ein Meyer-Lurk. Den habe ich schon gesehen. Lurky-Line. Boah, hier sind wieder diese komischen Pusteln, die explodieren. Irgendwas Nützliches? Ein bisschen Fleisch. Alter, wie ultra krass ist denn dieses riesige Schiffswrack? Zu deinem letzten Gefecht. Worauf scheißt du? Schießt du? Da oben, Raider. Schade für mich, dass der Boden so durchlässig ist. Oh, guck mal, da unten sind Pflanzis. Farmen die das etwa? Ich könnte es mir beinahe vorstellen. Bitte, was hast du gerade gesagt? So, hier kommen wir doch offenkundig nach oben. Oh, Lurks. Die sind aber tot. Gut. Gut, gut. Alter, wie geil ist denn dieses fette Schiffswrack? Finde ich voll super. Voll geil zum Erkunden. Und ich nehme immer noch radioaktiven Schaden. Und irgendwie glaube ich manchmal, dass dieses Red X gar nicht so viel bringt. Aber ich werfe es trotzdem ein. Und immer noch radioaktiven Schaden. Siehste? Ja, das geht. Können wir eventuell hier an diesem Expertenterminal ein paar Geschütztürme ausschalten? Das wäre doch was. Holocaust. Hm. Ob das Passwort ist? Ich weiß es nicht. Nein, das wollten wir andingsen. Gut, probieren wir es mal aus. Holocaust. Ja, war es tatsächlich. Schleimwerfer. Bitte ausschalten. Turmsteuerung. Deaktivieren. Abschaltung. Problem gelöst. Und Valentine hat das auch noch gefallen, weil er einfach ein Red Dude ist. Das klingt, als würde er irgendwie eine Fremdsprache sprechen. Irgendwas Skandinavisches oder so. Warum sprechen die auf einmal... Warum sprechen die auf einmal Schwedisch oder Norwegisch oder was auch immer die sprechen? Ich weiß es nicht genau. Das verstehe ich nicht hundertprozentig. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das erschließt sich mir nicht. Was hast du Schönes dabei? Hm, nichts, was ich dringend brauche. Lederrüstung gibt Leder, wenn man sie auseinander nimmt. Die nehme ich jetzt mit. So. Raiderrüstung gibt, glaube ich, nur Metall. Aber Lederrüstung nehme ich mit, weil ich Leder brauche, um abzuledern. Wir wissen es ja bereits. Hallo? Wer schoss denn da? Da hinten irgendwo, da sehe ich... Oh! Da habe ich beinahe zufällig sogar den getroffen. Ich habe gar nicht richtig gesehen, wo ich hinschieße. Nur so in Richtung des Mündungsfeuers. So, den mache ich auch kaputt. Und den auch.
warum sprechen die Finnisch? Norwegisch, Dänisch, Isländisch, ich weiß es nicht. Da draußen ist was. Ja, das glaube ich nämlich auch. Hier sind diese hässlichen mutierten Möwen / Krähen. Sind voll eklig. Mein Aufspürsystem ist wohl im Eimer. Dein Aufspürsystem. Oh, was haben wir denn da? Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown. Erhalte dauerhaft bessere Preise, wenn du beim Händler kaufst. Suit up and succeed. Genau, im Anzug siehst du nämlich gleich besser aus und hast Erfolg. Automatisch. Völlig automatisch. Musst du gar nichts weiter machen. Wer schießt da? Hallo. Tschüss. Sauwetter, warum setzt denn jetzt der Regen ein, Junge? Kommen wir hier irgendwo auch vorbei, hier durch? Ja, okay, nehmen wir das doch so lange. Irgendwo kreucht hier noch jemand. Und fleucht. Ach, da drin. Kreuchi. Was hast du denn Schönes dabei? Lederrüstung zum Auseinandernehmen für uns. Und ihre Betten in den Containern ist natürlich sinnvoll. Da sind sie ein bisschen vor dem Wetter geschützt. Keine schlechte Idee. Clevere Geräuschfallen. Da oben ist noch irgendwo ein Feind. Und das hilft sehr, dass die Musik immer lauter wird. Irgendwann werde ich anfangen müssen zu schreien. So, ist hier jetzt noch jemand oder nicht? Nahkampf. Ah, Rex haben wir erwischt. Okay. Das war der, den wir aus dem, quasi aus dem Nichts heraus weggeballert hatten. Gut, gut. Hier flimmert noch ein Radio irgendwo. Wo ist denn hier noch ein Feind? Noch kannst du weglaufen. Da. Ja, komm her. Ja. Das ist das Schwedisch? Ich glaube, ich weiß, worum es sich handelt. Es war anscheinend eine schwedische Besatzung. Das Schiff ist hier aufgelaufen. Es war eine schwedische Besatzung. Und die sind durch die Strahlung alle zu Ghulen geworden. Aber es sind immer noch Schweden. Wie krass ist das denn? Aber jetzt kommt er nach Hause. Er hat es gesagt. Komme jetzt nach Hause, sagte er. Gut, ja. Das war's für die netten Schweden vom Schiffchen. Die sind sie. Also ich vermute, ich glaube, es war Schwedisch. Ich spreche kein Schwedisch, aber es klang Schwedisch. Ist einfach so. Vielleicht war es auch kein Schwedisch. Ich weiß nicht. Ich tippe immer noch auf Schwedisch. Vielleicht war es ja Schwedisch. Mal sehen, was das Terminal hier gibt. Sollte mir über Fremdsprachen lernen. Wahrscheinlich war es jetzt Dänisch oder so. Und ich nenne sie die ganze Zeit Schwedisch und beleidige damit alle Dänen. Ich weiß es doch nicht. So. So. Vielleicht finden wir die Antwort ja hier im Terminal. Das wäre natürlich möglich und wünschenswert aus meiner Sicht. Generated. Null Treffer. Patrolled. Nee, das kann es nicht sein. Computers. Das könnte hinhauen. Drei Treffer, nice. Happiness. Das könnte... Geschafft. Yes, Happiness. Na toll, Scheinwerfersteuerung und Turmsteuerung. Gibt es denn auch Maschinen, die dir widerstehen können? Nein. Du bist auch eine Maschine, du kannst mir auch nicht widerstehen. Ach, guck mal, hier kann man auch mit dem Boot rumgurken. Also, als Fahrstuhl quasi. Können wir hier unten noch rein? Ach, hier ist aber nur die Toilette. Mit dem Stealth Boy. Weil niemand will gerne auf der Toilette beobachtet werden. Da macht man sich lieber unsichtbar. Gut,
Gut. Wir müssen mal diese Strahlung loswerden gerade. Die finde ich nämlich unokay. Relativ unokay finde ich die. Right away. Und schon ist die Radioaktivität weg. Weißt du was? Und dann penne ich eine Stunde hier in diesem fremden, gammeligen Gammelbett. Und schon bin ich auch wieder gesundheitlich voll auf der Höhe. Wenn ich jetzt da rüberspringe, verfehle ich doch das Boot und falle in meinen Tod. Nein, tue ich nicht. Nette Idee für einen Fahrstuhl. Bau einfach ein Boot irgendwo hin. So, fand ich sehr, sehr geil. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Schön, diese Lokalität. Einfach das kaputte Schiff. Nice. So, und da ist... Ah, das Gebäude gehört zu Good Warwick. Sehe ich das richtig? Quicksave. Quicksave ist angebracht, liebe Kinder. Steht da eine Person? Da? Oder ist das ein Baumstumpf oder so? Nein, es ist eine Person. Ich ziehe mal meine Waffe weg. Hallo? 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 Cricket! Ach, das ist die Händlerin. Und du bist Cedric Hopton. Ich nehme an, dass du mit den Warwicks reden möchtest. Ja, aber selbstverständlich möchte ich das. Wo sind sie denn? Im Haus, womöglich? Hallo? Das ist ja richtig, das ist ja auch ziemlich krass hier, die Bude. Guck mal. Das ist absurd krass, finde ich geil. Echt jetzt mal? Nice. Den Laden möchte ich gerne besitzen. Sehr intensiv. Wer sind denn hier die Warwicks? Sind das die Leute da vorne? Oh, die haben Gabelstapler. Den Laden muss ich haben. Ich will den Gabelstapler. Roger, hey, Warwick. Ich habe hier ja noch nie gesehen. Bist du neu hier? Ja, ich bin gerade angekommen. Ich bin Steffen. Ja, bin zum ersten Mal hier. Wenn das so ist, herzlich willkommen. Wir freuen uns hier auf Good Warwick immer über Gäste. Ja, Gäste ja, sind schon und gut, was aber du jetzt denkst. Ich möchte hier Chef werden. Wer errichtet denn bitte eine Farm in so einer Gegend? Ja, vermachten ist das. Ist sonderlich imposant und dann der Geruch. Uah. Aber das ist es ja. Weißt du, das hier war früher mal eine Kläranlage. Und das heißt, jetzt alles voller Scheiße. Boden des Commonwealth befindet sich direkt unter unseren Füßen. Das ist genial. Das klingt nach einer sehr genialen Idee. Ein Wunder, dass hier alles so gut wächst. Ja, das tut es tatsächlich. Ich muss zugeben, dass ich mich glücklich schätzen kann, mich überhaupt mit dir unterhalten zu können. Warum? Vor einer Weile hatten wir es echt übel. Ein paar Supermutanten haben uns angegriffen und die gesamte Ernte verwüstet. Früher hätten uns die Minutemen geholfen, aber... Ich bin bei den Minutemen. Die haben derzeit wohl genug damit zu tun, sich zu streiten. Das stimmt also gar nicht. Wir helfen dir. Und wären allesamt fast verhungert. Kein Mann sollte seine Frau und seine Kinder leiden sehen müssen. Weißt du, was ich meine? Ja, das weiß ich in der Tat. Und, was noch viel besser ist, die Minutemen. Wir sind hier. We're back, baby. Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Die Minutemen sind wieder da. Und wir werden euch nicht nochmal im Stich lassen. Nichts für ungut, aber das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Na, dann zeige ich es dir. Schau dich ruhig um, okay? Wir haben ein bisschen was zum Verkauf, falls du Interesse hast. Das erledigt meine Frau June. Die Kinder heißen Jamie und Wally. Die sind immer neugierig, wenn Besucher kommen, aber sie sollten dir deine Ruhe lassen. War echt schön, mit dir zu reden. Hoffentlich kommst du mal wieder vorbei. Kriege ich jetzt auch einen Auftrag, in dem ich dir beweisen kann, dass die Minutemen wieder da sind, oder was? Wir sind wieder da. Da dreht er sich einfach um und geht. Hallo? Wir sind die Minutemen und wir sind voll eulig. Sag doch mal was. Was sagt denn Jane? Entschuldigung. June? Entschuldigung, June. Eine Weile hatten wir echt magere Zeiten. Aber jetzt haben wir genug zum Verkaufen. Interesse? Hast du zufällig lass mal sehen, was du so hast. Leder? Hast du Leder? Na, natürlich kein Leder. Sie hat ein bisschen Müll, hat sie. Wenn du Interesse hast. Ich wollte noch mal kurz gucken, wir konnten sie das nach... Das war aber bei Gott nicht immer so. Harte Zeiten? Das hört sich an, als hättet ihr harte Zeiten hinter alles euch. Gut? Ja, ein paar Supermutanten kamen vorbei und zerlegten hier alles. Wir wären fast verhungert. Aber egal. Jetzt sieht es besser aus. Ich will euch helfen. Schau dich nur um. Wir haben alles, was wir brauchen. Eins sage ich dir. Wenn du hier draußen eine Farm aufbauen willst, solltest du besser bereit sein, für sie zu kämpfen. Ja. Es lohnt sich immer, für die wichtigen Dinge zu kämpfen. Da hast du recht. Das Einzige, was mir wichtiger als diese Farm ist, ist meine Familie. Wie sieht's mit dir aus? Gute Prioritäten.
Also ich habe ja hier den kleinen Eulobert, glaube ich. Ich habe einen Sohn, Sean. Meine Frau habe ich verloren. Nein, sie wurde ermordet. Das ist ein Unterschied. Ich habe sie nicht irgendwie in der Handtasche verloren. Keine alten Wunden aufgerissen. Nö, ist alles okay. Solltest du. Alles gut. Schon gut. Konntest du ja nicht wissen. Ist nett, dass du das sagst. Ich habe mich für eine Unterhaltung wohl schon genug blamiert. Aber war schön, mit dir zu reden. Und hoffentlich schaust du mal wieder vorbei. Pass auf dich auf. Das mache ich auf jeden Fall. Aber warum kriege ich keinen Auftrag von denen? Ich hätte immer einen Auftrag in der Siedlung. An manchen Tagen, wenn der Wind stark vom Meer her weht, könnte man fast vergessen, dass das hier mal eine Kläranlage war. Aber nur fast, würde ich sagen. Nur fast. Was kann ich tun, um diese Leute davon zu überzeugen, dass ich hier der Boss werden sollte? Vermutlich gar nichts. Nein, irgendwas muss man doch tun können. Kann ich darüber hüpfen? Nein. Doch, warte. Nein. Warte. Doch. Was haben wir hier? Oh, guck mal, das darf ich mitnehmen. Das finde ich aber nett. Hier darf ich dann plötzlich an mich reißen, was ich tragen kann. Oh, eine Nuka-Cola in der Lunchbox. Die passt da zwar überhaupt nicht rein, aber sie war trotzdem drin. Ach so, und hier ist dann eine Sackgasse. Kann ich noch mit den Kindern reden vielleicht? Die sollen ja so super neugierig sein. Oh, wer bist du? Janie. Hey. Darf ich dich mal was fragen? Nein. Ich brauche eine ehrliche Meinung. Und okay. Du hast keinen Grund, mich anzulügen. Ich habe jeden Grund, dich anzulügen, aber scheiß klar. Raus. Frag ruhig. Gut, dann bin ich mal gespannt. Oha, jetzt geht's meine los. Meine Frage lautet, meinst du, dass ein Mensch sich ändern kann? Ja. Ich meine, sich wirklich ändern. Tief drin. Ich glaube, das ist durchaus möglich. Die richtigen Umstände vorausgesetzt. Klar glaube ich das. Die Fähigkeit, sich zu ändern und anzupassen, ist ein wesentlicher Bestandteil des Menschseins. Da hast du wohl recht. Mein Vater ist ein gutes Beispiel. Inwiefern? Früher hat er den ganzen Tag getrunken und nie wirklich gearbeitet. Und dann war eines Tages alles ganz vielleicht anders. Vielleicht ist er ein Sünd. Er hat komplett mit dem Trinken aufgehört und hat angefangen, echt hart zu arbeiten. Manchmal bis weit nach Sonnenuntergang. Wahrscheinlich ist er ein Sünd. Er wurde war ihm weit wichtiger, was mit der Frau und uns passiert. Im Ernst. Das war toll. Wahrscheinlich wurde er vom Institut entführt und durch einen Sünd ersetzt, der hart arbeitet. Super. Hört sich an, als hätte er nur neue Prioritäten gebaut. Oder das. Das kann natürlich auch sein, mich dass er noch ein Mensch ist. Mich hat interessiert, ob das normal ist, was mit ihm passiert ist. Danke, dass du mir geholfen hast. Ah, Gedanken wenn ich ihr gesagt hätte, dass Menschen sich nicht ändern, hätte sie wahrscheinlich auch gesagt, dass er ein Sünd ist und hätte ihn vor meinen Augen erschossen. Schade, das hätte ich gerne gesehen. Was ist mit dir, kleiner Timmy? Hallo. Früher waren wir alle krank und hungrig. Ich hatte schon Angst, dass wir alle sterben müssen. Das wäre super lustig gewesen. Hallo. Der sagt nicht viel, wa? Cedric, sag doch mal was. Cedric? Ich nehme an, dass du mit den Warwicks reden möchtest. Ich wollte eigentlich mit dir reden, Cedric. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, du bist auch wichtig. Was ist los? Wie viel? Wie viel waren das nochmal für die Tatos? 2 Kronkorken das Stück. Nein. Fürs Erste behalte ich lieber, was ich habe. Dann sind wir hier fertig. Du kriegst meine Tomaten-Kartoffel-Hybriden nicht. Ich gebe dir 2 Kronkorken pro Stück. Ja, schön, dass du mir das nachher sagst.